Hallo, am 29.11.2020. Hier mein Corona-Update für diese Woche. Es ist Sonntag. Und ich wollte es eigentlich erst am Montag aufnehmen, aber ich bin noch nicht so müde. Deswegen nehme ich es jetzt auf. Also, insgesamt erkrankt seit Anbeginn der Pandemie sind in Österreich, also gemeldete Fälle 279.203 Menschen. Insgesamt genesen sind seither wieder 216.198 Menschen. Also sind ca. 60.000, ein bisschen weniger Menschen momentan erkrankt. Todesfälle gab es in Österreich bis jetzt 3.105. Hospitalisiert sind derzeit 4.261, davon intensivstationsbetreut 691. In Niederösterreich, da wo ich lebe, sind bis jetzt 495, hospitalisiert zurzeit 565, intensivstationsbetreut 103. Insgesamt getestet in Österreich 3.364. In Niederösterreich getestet 527.200. Das sind die aktuellen Zahlen zu Corona in Österreich und die genaueren Zahlen zu Niederösterreich, dort wo ich wohne. Momentan sind die Zahlen rückläufig, auch wenn immer wieder neue Erkrankte dazu kommen, so ungefähr 1000 bis 1500 am Tag, momentan noch. Aber es werden auch genug Leute wieder gesund, dass die Zahlen rückläufig sind. Aber es wird nicht ausreichen, dass man noch bis 6. November, also bis 6. Dezember, den Lockdown hält und dann wieder alles normal weitergeht. Der lokale Lockdown geht bis 6. November. Am 8. ist ein Feiertag, wo Einkaufsfeiertag ist. Die Lokale sollen, die Geschäfte sollen am 7. und 8. schon offen haben. Aber die Lokalitäten wie Restaurants, Cafés und Bars sollen bis jener geschlossen bleiben. So ist zumindest der aktuelle Stand. Sonst kann ich nichts Näheres dazu sagen, nur dass jetzt strengere Testregeln eingeführt werden und auch der Schulschluss, der Schulabschluss oder das Schulende bis Weihnachten aufrecht bleibt.
Und je nachdem, wie das Homeschooling dann funktioniert, wollen sie erst im Jänner wieder mit der Schule beginnen. Auch wenn und da auch strengere Maskenpflichten und kleinere Gruppen unterrichten. Und bei den Kindern, die zu Hause bleiben können, die sollen zu Hause bleiben und Homeschooling machen.